Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu diesem Video. Auf jeden Fall, in diesem Video möchte ich ein paar Wörter an meinen Vater und an meine Mutter loswerden. Und am Ende habe ich noch ein paar Wörter an meine Community bzw. an alle, die das Video gucken. Deswegen bleibt bis zum Ende dran. Ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt direkt an. Und ja, viel Spaß beim Zuschauen. Hallo Mama, hallo Papa. Ich hoffe, ich kann euch mit diesem Video ein Lächeln ins Gesicht zaubern, denn das soll das Video bezwecken. Ich danke euch von ganzem Herzen, dass ihr mich geboren habt, denn ohne euch wäre ich jetzt nicht hier. Danke, dass ihr mir gehen, laufen, sprechen und alles beigebracht habt. Danke, dass ihr mich erzogen habt, von klein auf bis jetzt. Und ich danke euch von ganzem Herzen, dass ihr mir von klein auf bis jetzt so viele Sachen ermöglicht habt in meinem ganzen Leben. Ich danke euch. Im Supermarkt oder jetzt auch zum Beispiel bei A&M, wisst ihr, habe ich nicht immer alles bekommen, was ich haben wollte. Das wisst ihr ganz genau. Wie übertrieben wäre das, wenn ich eigentlich alles bekommen hätte, was ich haben wollte? Junge, jetzt verstehe ich das, warum ich nicht alles bekommen hätte, denn das wäre viel zu viel gewesen. Früher habe ich ja immer rumgeschrien, wenn ich eine Sache nicht bekommen habe, bla bla bla. Jetzt bin ich ja so ein ganz kleines bisschen schon älter, so für euch bin ich nicht alt, ich weiß ganz genau, für euch bin ich immer ein Kind. Das habt ihr mir oft genug gesagt und ja, weil ich ja schon ein bisschen älter geworden bin, bin ich nicht mehr so anstrengend, oder? Ich weiß, das denke ich mir vielleicht. In dem Alter ist es schwer. Ich weiß, ich komme manchmal 2 Tage lang nicht nach Hause. Manchmal komme ich einfach abends nach Hause. Ich bin einfach allgemein sehr, 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 sehr viel unterwegs. Aber trotzdem, ich kann euch garantieren und versprechen, dass ich keine Scheiße baue wie früher, wo ich ein bisschen kleiner als jetzt war. Ich weiß, ich habe wirklich früher sehr, sehr, wirklich sehr, sehr viel Scheiße gebaut. Aber langsam habe ich in dem Alter gemerkt, dass es wirklich nichts mehr bringt. Genau das habt ihr mir auch beigebracht. Respekt und Vernunft. Danke für die ganze Unterstützung. Einfach nur danke. Ich bedanke mich wirklich für alles, auch wenn ich jetzt wirklich was vergessen habe. Vielleicht habe ich es ja auch nicht. Ich weiß es nicht ganz genau. Ich saß wirklich sehr lange an diesem Text. Aber ich danke euch von ganzem Herzen für alles. So, die Sache wollte ich wirklich schon lange loswerden. Wirklich schon sehr, sehr lange. Und endlich bin ich wirklich diese Last los. Und jetzt habe ich noch ein paar Wörter an meine Community, an alle, die das Video anschauen. Ich sag euch ehrlich, Familie ist das Wichtigste im Leben. Ohne Familie wärt ihr gar nichts. Hättet ihr keine Freunde, habt ihr trotzdem die Familie. Deswegen, Familie ist einfach alles. Ihr seid 24 Stunden mit eurer Familie. Eure Familie hat euch erzogen, von klein auf bis jetzt, wo ihr gerade seid. Also wie alt ihr gerade seid. Von 1 bis keine Ahnung, wie viele Jahren erziehen die euch. Die Mutter trägt euch im Bauch. Die kaufen euch Klamotten, essen, trinken am Anfang. Die müssen euch richtig ernähren. Bla bla bla. Deswegen ist die Familie einfach das A und O. Merkt euch das. Ja, Mann. Was hält ihr davon? Schreibt einfach mal in die Kommentare. So, Leute, auf jeden Fall, ich würde sagen, das war's von dem Video. Das war eine ganz, ganz kleine Rede und ein paar Wörter, die ich auch loswerden wollte am Ende für euch oder für meine Community. So, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt einen Daumen nach oben. Und schreibt in die Kommentare, was für Videos ihr allgemein noch sehen wollt. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr niemals ein Video von mir verpasst. Von mir dürft kein Video verpassen. Deswegen abonnieren und Glocke aktivieren. Das war's vom Video. Hashtag Timali. Wir sehen uns und Peace.